das könnt ihr jetzt nicht sehen, ne? Oder warte, vielleicht kann man das sehen. Auf jeden Fall. Also ich muss jetzt auch noch 5 Wörter jetzt für Jordan aufschreiben, ne? Nein, nein, du musst jetzt anrufen. Okay, soll ich aber nicht schon mal ja, schreib schon mal 5 Wörter auf. Mal die Wörter. Erstes Wort. Stinktier. Zweites Wort, Botox-Lippen. Drittes Wort, schwarzen Zahn. Schwarzen Zahn. Viertes Wort, Minus. Das ist unser und Konto. Und das letzte Wort, ich bin hässlich. Wort, der sagt einen Satz. Hässlich nehmen wir ich einfach. Bin hässlich. Weil ich sag dir, das wird richtig. Wo rufst du denn? Ah, der muss ziehen, der ne? Der muss ziehen, der Cousin. Der muss ziehen. Wieso kann man nicht abonnieren? Du hast abonniert, Cousin. Okay, zähl deine Wörter auf. Ich habe Zähne, Klamotten, Hund. Warte, sind das für mich die Wörter? Ja. Warum Zähne? Zähne? Warum Zähne? Hör doch mal zu. Nein, warum Zähne? Bruder, du hast schöne Zähne. Nichts gegen deine Zähne. Ich habe einfach so aufgeschrieben. Zähne, Klamotten, Hund, Kacken und Rolex. Ich sag dir, das ist geil, das ist geil. Was hast du für mich? Nee, das ist geil, ne? Haarschnitt. Warte, bevor er jetzt was sagt, er wird mich wieder ein bisschen richtig auseinandernehmen. Komm. Haarschnitt. Mhm. Hundeflüsterer. Beyblade. Warum Beyblade? Wegen seinem Haarschnitt. Der sieht aus wie ein Beyblade. Beyblade. Mhm. Mach da nochmal ein bisschen Werbung für Twitch. Sagst du Twitch, Jordan, Sammy und so, ne? Und fünftes Wort, habe ich jetzt gesagt, darf die Community entscheiden. Was soll das fünfte Wort für Sammy sein? Wir haben 15 Zuschauer, wird eh keiner reinschreiben. Aber, Freunde, ihr dürft entscheiden. Sagt mal schnell ein Wort, was der liebe Sammy Jackson in seinem Telefonat, wie heißt das? Erwähnen muss. Der Typ kann nicht mal Deutsch und schreibt hier deutsche Wörter auf, ja? Oder er kann Deutsch. Ja! So, wir gucken, ob die Community... Boah, ihr habt fleißig reingeschrieben. Bananengulasch. Bananengulasch, ja. Schreib's mal. Boah, nee. Ihr seid echt gemein hier, ne? Doch, wir nehmen Friseur. Doch, wir nehmen Friseur. Du hast gewonnen. Wer ist das? Wer ist das? Wer war das? HGLE Boy Official. Friseur hat gewonnen. Ein Haarschnitt und ein Friseur. Das kann nur zusammenpassen. So, Duan fängt an, der ist der Gast. Okay, der Duan, der zieht auf jeden Fall jetzt... Gib dir mal dein Handy, der muss doch die Wörter hier wissen. Der muss das mal hier ziehen. Zieh mal. Freunde, bitte. Unser Ziel ist es, 1000 Abonnenten zu knacken. Pizza. Aber es ist auch nur ein Ziel. Bei der Pizzeria muss ich jetzt Dorn anrufen, du hast hier meine Wörter. Pizzeria, okay. Ruf mit deinem Handy an. Mit meinem Handy? Ja. Ja, sicher. So, Freunde, herzlich willkommen, es fängt an. Der hat keinen Bock, Geld zu verdienen. Der verdient auch so kein Geld. Ne? Zurzeit ist niemand erreicht. Wie kann eine Pizzeria am Freitag nicht aufhaben? Es gibt Leute, die wollen kein Geld verdienen. Tanga gefällt mir. Warum geht keiner dran, ja? Ich schwöre auf alles, heute ist Pizza umsonst, glaube ich, ja. Ja, ruf einfach nicht anonym an, ist doch kein Wunder, warum die da. Ja, ich wollte gerade sagen, bei anonym gehen die, glaube ich, nicht sagst dran, du? Ja. Ja. Nein, Mann, die müssen dran nein, gehen. Nein, wie die müssen. Nicht. Ist doch egal. Mal auf, hallo. Ruf einfach normal an. Was soll passieren, Alter, dann rufen die sich zurück. Stinkt hier, Botox. Aber sag jetzt nicht so hintereinander, ne? Schön nein, nein. So. Hallo, schönen guten Abend. Ich wollte was bestellen, weil ich hässlich bin. Also, ja, ich wollte aber bestellen, weil ich hässlich bin und ich mich nicht traue, rauszugehen. Wie bitte? Ich wollte bestellen, weil ich hässlich bin und mich nicht traue, rauszugehen. Weil ich bin auch gerade im Minus. Weil ich bin auch gerade im Minus und habe keinen Tank zum Kommen. Aber ich wollte wirklich, also ich muss es bestellen, weil ich auch gerade wie ein Stinkt hier am Riechen bin. Und ich, wir nehmen keine telefonische und das Problem ist, wenn ich jetzt rausgehe, ich habe gerade meine Botox-Lippen gemacht und deswegen kann ich auch nicht... Ja, aber das Problem ist, ich habe auch einen schwarzen Zahn und deswegen kann ich nicht rauskommen. Nein, nicht wahr, ich will wirklich was bestellen. Ich will was bestellen. Er hat es geschafft, ey, Respekt. Oder? Ey, aber eigentlich muss das länger gehen. Ja gut, aber was soll ich denn noch machen? Der hat jetzt, weißt du, was er gesagt hat? Ich habe jetzt deine Nummer. Ich schwöre, wir können was machen. Also, der wollte eigentlich anonym anrufen. Ey, Jordan ist dran. Schwester. Wie fandet ihr den Auftritt? Was ist das, Bruder? Hotel. Boah, Hotel. Geil, 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 Hotel. Boah, ich habe nicht anonym angerufen. Ja, ist doch egal. Ich habe auch nicht anonym angerufen. Du rufst doch nicht anonym an. Warum Zähne? Ja, hallo, Sammy, mein Name. Und zwar, ich habe eine kurze Frage. Ja. Kann man bei Ihnen Zimmer buchen? Das können Sie, ja klar. Ist da auch Platz für meine Klamotten? Weil ich habe eine Mode, ich war gerade beim Friseur
Und ich habe mir einen Haarschnitt gemacht. Ich habe morgen so ein kleines Model-Shooting. Ich habe paar viele Klamotten dabei. Ich weiß nicht, wie groß Sie einen Raum brauchen. Keine Ahnung. Ja, also auf jeden Fall genug, dass ich da kacken kann, meine Klamotten hinpacken kann, mein Hund. Wir haben, das ist 9,5 Quadratmeter alles. Ja, ich denke mal, das reicht ja für Sammys Haarschnitt auch. Das ist immer perfekt. Ne? Noch eine Frage. Ich habe eine Rolex, wissen Sie? Ja. Und ist. Wollen Sie mir schenken? Ja, schenken wäre gut, Kollege, ne? Ja, ne? Ja. Ich habe eine Rolex, weißt du, und jetzt mal unter uns, ne? Klauen da ein paar Leute Sachen? Ich klaue das. Ja? Aber nein, Chef, nicht klauen. Na, jetzt mal ehrlich, weißt du, bei mir, letztens war ich im Hotel. Mein Freund, wollen Sie kommen oder nicht kommen? Ja klar, ich will kommen. Schreiben Sie schon mal auf, Sammy Ekel. Kommen Sie vorbei, dann gebe ich Ihnen das ein Zimmer, okay? Okay, ich habe aber einen gelben Zahn, das ist nicht schlimm, ne? Schönen das stimmt Abend sogar. Okay. Ja, schönen Abend auch. Ich hab Kacken gesagt, Junge. Doch, ich hab gesagt, damit ich kacken kann und alles, Bruder. Der war noch korrekt. Woll hat er das gesagt? Der hat das gesagt. Chat, hat er das gesagt? Ja, Wallah. Hab ich gar nicht gehört. Boah, Respekt. Stark. So, Sammy, jetzt du. Boah, Junge, du hast mich vorhin geprankt, Alter. Der hat mir Sahne ins Gesicht geschmissen. Wenn ihr das sehen wollt, könnt ihr auf TikTok gucken. Ich riech überall nach Scheiße, Alter, wegen dir. Sammy, du bist dran. Sammy ist dran, Sammy Jackson. Achtet mal jetzt, Freunde. Oh, Sammy 2497 ist auch jetzt Follower. Du hast Herpes, Junge. Jetzt. Ich hab aus Luft getrunken, Wallah. Boah, Sammy. Guck mal mit deinem Herpes damit. Mach mal hier, ey, ich muss ziehen. Ach ja, Sammy Jackson muss jetzt ziehen. So, ich bin jetzt auf jeden Fall dran. Ich bin jetzt auf jeden Fall dran. Mevan 44. So. Habibi. Geile Sau. So. Pizza hatten wir schon. Ja, warum schmeißt du den da nochmal da rein, du hast es, Mann? Du hast noch nie in deinem Leben einen Deckel zugebekommen. Wir machen das so, ne? Wenn einer die nicht alle Wörter schafft, kriegt eine Bestrafung. Okay? Das ist so. Wallah. Ey, ich muss Club anrufen. Ja. Boah! Ich bin so doof, ne? Ich hab die Dinger selber gerade geschrieben, Alter. Habt ihr gehört? Wenn er sich anschaut, kriegt er eine Bestrafung. Ja, sicher. Jetzt geht wieder, perfekt. Teilt mal hier den Stream in, überall, ne? Hi, ich bin der Veranstalter Jordan, Hundeflüsterer. Ja. Ich habe mal eine kurze Frage, und zwar, es war ja heute eine Veranstaltung mit Beyblades, stimmt's? Ich weiß jetzt nicht, wo du bist. Hier, Shisha-Bar in Hatting, oder nicht? Und was soll da gewesen sein? Da war ja so ein Twitch-Livestream, und da geht's halt um Beyblades, weil ich sehe aus ein bisschen wie ein Beyblade mit meiner Frisur. Und natürlich bin ich heute da, um halt eine Show zu machen, also war die Planung heute. Beyblade-Show. Aber nicht bei mir. Echt? Ja, also, das Ding ist, mir wurde die Nummer rübergeschickt und die haben mir gesagt, ey, Beyblade, Youssef. Oder, ich weiß von nix. Boah, Alter, da muss ich diesen Youssef jetzt mal ankacken oder was hier, ey, was? Ja, frag ihn mal. Aber Youssef, kennst du nicht Youssef L. Ja, Hundeflüsterer? Kennst du den? Ja, dann soll der mich mal anrufen, aber keine Ahnung, was... Aber du kennst den, ne? Ja. Ja, okay. Ja, dann, Sag, die Planung war, dass alle ihre Beyblade-Arena mitnehmen. Brauchst du gerade Pfeife? Ne, mein Kollege. Also dann bin ich auf jeden Fall richtig, weil der meinte auf jeden Fall, das ist eine Shisha-Bar. Es geht halt wirklich heute um... Also die Veranstaltung ist schon seit 2 Monaten geplant, da geht's halt um Beyblades. Also du sprichst mit dem Chef, also wenn die eine Veranstaltung geplant wäre oder sonst was, dann würde ich schon davon wissen. Also mach dir mal keine Sorgen. Okay. Ja, dann weiß ich Bescheid. Also ja. Okay. Jetzt habe ich verstanden. Ich hab verstanden. Okay. Alles klar. Jo. Der sagt, Bruder, das ist der Chef. Und jetzt überleg mal, sein Mitarbeiter heißt zufälligerweise Youssef. Der sagt aber, ja, der kommt gleich, der wird gekündigt. Der so, was für eine Beyblade-Show habt ihr heute hier geplant? Der sagt, wir müssen eine Arena mitnehmen, wir spielen. Die ist seit 2 Monaten geplant. Ey, das weißt du, ich sag das, ne? Ey, Ali, schließ mal die Türen ab, nicht, dass sie uns gleich jagen, Alter, ja? Ey, hast du anonym angerufen? Nein. Ja, geil. Dann komm mal morgen, ist wirklich Beyblade-Arena.